Lange haben wir darauf gewartet und am heutigen Tag bekommt unser Supermarkt die ersten Mods. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarkt-Simulator. Ja, meine Damen und Herren, ihr habt richtig gehört, der Supermarkt-Simulator hat Mods. Und ich habe die ersten zwei installiert. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, wenn ihr Bock habt auf noch ein paar weitere Mods, denn die machen das Leben schon richtig geil. So, wir machen erstmal Licht an und zwar... Wir können mal direkt zum Computer gehen. Wenn wir jetzt hier beim Markt reingehen, sehen wir, was wir aktuell am Start haben. Die erste Zahl ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, das, was in der Auslage liegt. Zum Beispiel beim Mehl. Da haben wir jetzt 10 Stück, sind hier vorne in der Auslage, aber im Lager haben wir nichts. Ey, das ist wirklich so praktisch. Das macht das Leben so viel leichter und sollte meiner Meinung nach auch einfach so im Spiel sein. Und zudem, stimmt, können wir, das werden wir gleich mal austesten, so viel bestellen, wie wir wollen. So, das können wir direkt testen. Guck mal, jetzt sehen wir zum Beispiel Müsli. Bestellen wir 4-mal Müsli, 9 Brot, da können wir auch nochmal 3 Brot bestellen. Mehl werden 3... Okay, jetzt sind wir bei 10, aber rein theoretisch müsste es jetzt möglich sein. Jawohl, wir gehen rüber. Das ist schon geil. So, wir gucken mal, dass wir die Sachen bestellen, die wir eigentlich gar nicht mehr am Start haben. So, 4-mal das. Wir müssen jetzt gucken, dass es vom Preis her natürlich alles noch passt bei uns. Da haben wir noch 6, 3-mal Milch, nochmal ein bisschen Kaffee, Mehl hier. So, wir werden mal gucken, dass wir es jetzt nicht bei allem übertreiben, weil wir sind jetzt schon bei 1000. Hier haben wir noch gute Sachen. Oh, Kuchen haben wir 0. Holen wir mal 2, bei dem Kuchen auch. Süßigkeiten 2. Ja, wir müssen jetzt vielleicht sogar schon mal ein bisschen was... Wir haben ja hier, warte, wir haben fast alles rausgehauen, Mann. Okay, warte mal, jetzt vielleicht beim Öl, bei den Sachen ein bisschen sparen, beim Käse, beim Müsli. Ist denn hier eher beim Schwarztee, der ist besonders teuer. Okay, ja toll, das ist aber immer noch krass. Shampoo ist zum Beispiel, wir hätten vielleicht so ein bisschen auch darauf gehen sollen, was gar nicht mehr am Start ist. So, komm, wir kaufen jetzt mal. Alter, das war ein dicker Einkauf. Und jetzt? Alter, als ob, Junge. So, lass uns mal eröffnen. Ah, können wir noch nicht? Zip, zap, rap. Ich mach mal oben. So, komm. Dann können wir direkt alles hier reinräumen. Jungs, mach mal Knallgas jetzt hier. Oh, das ist schon... Ich muss sagen, das ist schon ein geiles Feature. So, jetzt müssen wir nur so ein bisschen checken, dass wir die richtigen Sachen hier einordnen. So, dass der Käse hier rankommt. Also, wir werden heute den ganzen Tag gefühlt einfach nur hin und her laufen. Das wäre auch noch eine coole Mod, die das sozusagen aktiviert, dass die Leute hier die Sachen reinholen. Das wäre tatsächlich sehr, sehr geil. Stimmt, das wäre auch noch cool, wenn man mehr als eine Sache aufheben könnte. Oh, das wäre mega strong. Ich glaube, das würde ich schon mega feiern. Weil jetzt laufe ich ja wirklich wie so ein Dummkopf 1000-mal hin und her. Ja, das mit dem Hin- und Herlaufen hat nichts damit zu tun, dass du ein Dummkopf bist. Oh, da fällt mir ein, ich muss heute noch mit GLP Podcast aufnehmen. Stimmt. Ich glaube, dieses Video hier kommt am Montag. Kommt es am Montag? Ich glaube schon. Und damit am Sonntag die neue Folge Kottbruder online kommt, müssen wir noch eine Runde quatschen. Übrigens, Grüße gehen raus an alle Kottbruder-Zuhörer. Freut mich, dass ihr euch das anhört. Mann, ich bin hier nur am Hin- und Herlaufen. Okay, das ist schon krank, wie viel wir jetzt auch bestellt haben. Aber es ist geil. Ich müsste nur das System ein bisschen upgraden, dass ich nicht immer vergesse, wo ich die Sachen einsortiert habe. Ich meine, an sich ist unser Lager groß genug. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Warte mal hier. Tee kann ich direkt einräumen. Bup, 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 bup. Ey, wusstet ihr, dass total ein hoher Prozentsatz an Tee aromatisiert ist? Ich dachte, das kommt von den, dass das so natürliche Dinger sind, aber ich wusste nicht, dass sie noch zusätzlich so mit Aromastoffen vollgepumpt werden. Ich muss zugeben, ich bin jetzt aber auch nicht so der große Teetrinker, deswegen habe ich das irgendwie auch nie wirklich mitbekommen. Oh, warte mal, die Süßigkeiten. Oh ja, da liegt nur noch einmal aus. Das Geile ist, wir haben jetzt auch schon wieder 300 Ditcher. So, schaffen wir es hier, den Kaffee richtig reinzuballern? Nee. Aber das mit dem Bestellen ist schon mal geil. So kann man sich auch einen richtig guten Lagerbestand aufbauen. Müssen natürlich gleich mal gucken, nicht, dass ein paar Sachen werden vermutlich schon wieder ausverkauft sein. Aber da werden wir diesmal ein bisschen mehr drauf achten, dass die direkt rankommen. Aber, oh, wir sind auch fast Level 28. Also, das läuft. Also, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Mods in die Kommentare schreiben. Oh, warte mal, das kann ich direkt einräumen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich mache das ja nur aus der Let's Player-Sicht. Und als Let's Player finde ich es cool, weil dieses ständig nervige nur 10er-Packs bestellen war schon ätzend. Und wenn man hier erstmal so richtig dick sein Lager gestackt hat,
dann kann das schon cool sein. So, und jetzt kann ich zum Beispiel, jetzt werden wir direkt mal rangehen und gehen von oben bis unten die Sachen zum Beispiel hier, diese Krabbensticks. Oh, ich hole hier mal lieber nur einmal Krabbensticks, Ketchup, die scharfe Soße, hier Schokoladeneis. Oh, Schokoladeneis hat sich auch gut verkauft. Kotelett, boah, das ist alles so teuer, Mann. Oh, Honig ist zum Beispiel komplett ausverkauft. Ja, dann können wir doch jetzt mal die ganzen Sachen kaufen. Die Cheesy Pizza? Ein paar Leute haben die Cheesy Pizza gekauft, aber jetzt nicht so krass viele. So, schön Mayo hinballern. Was haben wir hier noch? Oh ja, die Krabbensticks. Oh ja, die waren sogar ausverkauft. Sehr gutes Timing. Was haben wir noch? Ah ja, Eis. Auch noch gut da. Oh, was würde ich jetzt dafür geben, ein leckeres Eis zu snacken? Weil heute ist verhältnismäßig warm. Junge, warum ist das voll? Ich dachte, das wäre fast leer. So, die Koteletts. Oh, Alter, wie hoch kann man die stacken? So, was haben wir? Ah ja, der Honig. Der. Oh, wir müssen... Ah, falsch. Okay, warte mal, dann könnten wir... jetzt muss ich mich einmal beeilen, obwohl der Tag ist noch nicht vorbei. Wir müssen diesen einen Zuckerguss. Der ist nämlich auch weg. Oh, Spülmaschinentabs. Einmal. Kartoffelsäge, Toilettenpapier auch nochmal. Wo ist der? Puderzucker, genau. Puderzucker ist down. Thunfisch ist auch so gut wie down. Mozzarella ebenfalls. Also ist trotzdem gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Sushi groß. Sushi klein. Okay, ab dafür. Schnell bestellen. Damit das, nochmal reinkommt. Toilettenpapier. Zip, zapper, ab. Da müssen wir auch das mal mit dem Toilettenpapier ein bisschen ordnen. Gut, dann haben die jetzt so ein bisschen die Position getauscht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So, was haben wir hier noch? Ah ja, die Tabs. Ah, da werden bestimmt wieder ein paar gemeckert haben. Das weiß ich jetzt schon. Natürlich zu Recht. So, die Honey Pops. Ah, Sushi klein nicht finden. Hier sind die Honey Pops. Müssen wir jetzt gleich mal sofort suchen. Ja, Sushi klein. Sorry, Leute. Ist jetzt... Sushi klein ist wieder da. Ihr kleinen Sushi-Schneckchen, Alter. Holt euch davon mal keine Würmer. Ja, irgendwie kann man Bandwurm davon bekommen. So, der Mozzarella. So, und das letzte Basmati-Reis wird reingestackt. Sehr gut. Also, außer ein, zwei Ausrutschern ist das doch jetzt gar nicht so schlecht. Wir werden jetzt nochmal checken. Von oben nach unten. Hier ist alles... Ah, guck mal, das wird dann auch so ein bisschen... Die Bestände sind zum Beispiel rot. Da können wir eigentlich mal überall da, wo rot ist... Wenn wir jetzt einmal nochmal bestellen. Das ist dann aber auch schon wieder eine Menge, Alter. Schokoladenriegel, Hähnchen, auch das Müsli, Butter, gemischte Pizza, Kartoffelsäge. Na, wir haben ja 900 zur Wahl. 700, Handseife braucht auch, Parmesan, auch Honig und Mozzarella. Sushi groß muss auch rein. Obwohl, ja, die Kohle haben wir gar nicht mehr. Ist noch jemand da? Nee. Können den Tag beenden. Zip, zapper, ab. Oh, war aber gut. Oh, 2500. Doch, muss ich sagen, war meiner Meinung nach... Oh, jetzt haben wir nur noch 614. Weil halt unsere laufenden Kosten da jetzt schon gut reingeschlagen haben. Ich mach mal Licht an. Wir haben jetzt halt 26 Artikel. Aber ich habe jetzt hier von den dicken Money-Dingern jetzt auch nichts Krasses. Warte mal, die Süßigkeiten. Da können wir ein bisschen runter. Aber das macht den Braten auch nicht fett. Wir müssen warten, dass ein paar Leute kommen. Oh, das Steak. Wir brauchen auch unbedingt ein schönes, leckeres Steak. Das war, das ist auch teuer. Zack, da sind wir schon bei 1000, Mann. Oh. Wir haben nur noch 4 Steaks. Jungs, bitte. Ein Steak haben wir nur noch. Oh, guck mal hier. Er hat sich richtig gegönnt, Alter. Schön mit Parmesan. Oh, der macht wahrscheinlich so Carpaccio. Weil er hat Olivenöl, Parmesan. Fehlt nur noch ein bisschen Rucola. Boah, er hat auch schon, glaube ich, gleich richtig gut was auf der Uhr. 66. Ich glaube, er schafft die 100. Oh, fast. Krass, $90. Lecker Schmecker. Klingelt gut in der Kasse. Ja, toll, er kann Steak nicht mehr finden. Vielleicht machen wir hier mal jeweils einen. Aber dann kommen wir auch nur auf 1050. Bitte komm, macht Big Money Makers. Ja. Junge, $9. Komm schon, Leute. Ja. Und zip, zapper, ab. So, instant gekauft. Wo ist das Steak? Okay, Bleichmittel. Bleichmittel ist noch da. Jetzt Speedrun. Wo ist das Steak? Entschuldigen Sie, wo ist das Steak? Warte mal, wie lasse ich Sachen fallen? Geh. Ja, komm, platzier. Wo ist das Steak? Hier? Nee, das ist Hähnchen. Oh, Hähnchen brauchen wir aber auch. Alles gut. Das ist Schokolade. Wird eingeräumt. Nee, das ist die Geschirrspülmaschinen-Tabs. Auch nicht so wichtig. Wir brauchen das Steak. Die Leute meckern. Also bis dato hat noch keiner gemeckert. Da ist der Lachs. Wo ist der Lachs? Den... Hier oben. Aber ich kann das... Ich kann einfach das Steak nicht finden. So, zip, zapper, ab. Die Pizza kann ich auch schnell einräumen. Die war nämlich auch leer. Wie von freaking Robert De Niro. Aber ich sehe das Steak nicht. Das Parmigiano Reggiano. Davon haben wir teilweise noch was. Junge, wo ist das freaking Steak? Das habe ich doch geholt, oder nicht? Hä? Wollt ihr mich verarschen? War das zu... Da ist das Steak!
Und rein da. Ja, sehr gut. Soda ist zu teuer. Zack, Nudeln. Wir haben jetzt auch schon fast wieder 1000. So, Kartoffelsäcke. Jo, direkt ran. Shampoo kann rein. So, perfekt. Auch der Reiniger. Boah, das Toilettenpapier. Heftig. So, wird jetzt mal alles saftig eingeräumt. So, die Butter. Butter kommt. Perfekt. Ist es leer? Nee, da ist... Oh, guck mal. Das, hier würde man denken, die ist leer. Aber Butter ist noch da. Toilettenpapier. Ja, entschuldigen Sie bitte. So, wir gucken jetzt nochmal. Was hier wirklich... Sushi groß. 4er-6er-Pack. Shampoo. Wo ist denn... Was hat er gerade gesagt? Toilettenpapier. Wo ist das Toilettenpapier? Da. Wir müssen einmal bestellen. Okay, machen wir einfach. Zack. Weil sonst wäre hier nichts mehr am Start gewesen. So, Entschuldigung wegen dem Toilettenpapier. Ich weiß, das ist eine emotionale Sache. Und es gab auch Zeiten in diesem Land, da war Toilettenpapier sowas wie eine Währung. Junge, ich weiß noch, Alter. Ich bunker hier Toilettenpapier. Digga, was machst du? Ich hab den halben Laden leer gekauft. Das war echt eine wilde Zeit. So, jetzt nochmal Sushi groß. Toilettenpapier ins Lager. Oh, ich glaube, wir haben auch wieder ganz gut vom Gefühl her Money gemaked, oder? Also es wirkt zumindest so. Checken, ja, da sind noch die Eier drin. Zack. Oh, aber irgendwas? Ich kann Hähnchen nicht finden. Ja, Hähnchen ist tatsächlich leider wieder ausverkauft. Wir brauchen auch wieder Mayonnaise, Kotelett, scharfe Soße, Sushi groß hole ich auch nochmal, Moussaka, Jakobsmuschelgratin, Puderzucker. Sag mal, die Leute sind puderzuckersüchtig. Ein paar Kartoffelsäcke, Pommes, Milch-6er-Pack. Ja, kann ich vielleicht jetzt annehmen? Okay, dafür... Alter, wir haben 1700 plötzlich. Krass. Okay, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Dann hole ich nochmal hier... Jawollo. Bisschen Parmesan, Shampoo. So, oh, wir müssen ja sowieso gleich aufpassen. Wegen den laufenden Kosten. Aber hier ist ja Pommes und auch die... Ja, wir müssen mehr Hähnchen. Ich würde tatsächlich 4-mal Hähnchen noch bestellen. So, jetzt ist die letzte Kundin hier. Ah, nee, die ist fertig. Perfekt, ab dafür. So, 29. Oh, 2600er Tag. Oh, aber war dicke Rechnung. Wir haben nur noch 1100. Okay, wir machen aber trotzdem mal auf. Gut, vielleicht müssen wir da ein bisschen abspecken. Haben wir hier... Beim Hähnchen, na gut, das macht jetzt nicht... Auch die Kartoffelsäcke machen nicht so. Pablos Puderzucker. Nee, wir haben fast von allem nur eins. Da warten wir jetzt einfach. Machen wir immer hier schönes Licht an. Aber es läuft meiner Meinung nach deutlich besser so. Und es ist auch so viel übersichtlicher. Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar andere Mods, die echt geil sind. Teilweise, dass so die Preise schön entspannt angepasst werden. Zum Beispiel hier. Da lassen wir das Geld auf der Straße liegen. Das wollen wir ja nicht. Oh, Pommes Frites. Bitte. Ja. Oh. 48. Oh ja, das sieht derbe nach 48 aus. Gerade mit ihren dicken Sushi-Paketen. Komm, wir müssen bestellen. Okay, irgendwie finden wir die Pommes? Nee, erstmal Hähnchen. Boop. Sehr gut. Pommes ist aber auch ein großer. Oh, haben wir hier sogar? Nee. Ah, das ist das Sushi groß. Wo sind die Pommes? War auch groß. Das war auch ein großer Karton. Hier das? Nee, das ist scharfe Soße. Oh, war aber auch gut. Aber wo sind die dicken Pommes? Pommes? Pommes! Sehr gut. Komm rein da. Sehr nice. Perfekt. So, jetzt können wir den Rest hier ganz entspannt reinballern. Sehr gut. Bisschen vom Pablo Superzucker. Nochmal ein bisschen Kartoffeln. Oh, Moussaka. Moussaka ist griechisch, ne? Meine Frau isst für ihr Leben gern Moussaka. So, nochmal den Thunfisch. Hähnchen ist doch bestimmt... Oh, krass. Ey, die Leute, die geiern nach Hähnchen. Sushi klein? Ach stimmt, das war... Oh ja. Warte mal, lass mal direkt machen. So, was haben wir noch? Müsli. Können wir hier auch nochmal reinballern. Aber ich glaube, von denen unten fehlt manchmal. Krabbensticks, Moussaka, hier Eier. Auch schon wieder der Puderzucker. Der geht weg wie nix. Honig bestimmt auch direkt, Junge. Hähnchen gibt es auch noch 4-mal. Sind wir schon wieder bei 700. Und Abfahrt. Oh, Tag ist auch gleich schon wieder vorbei. Wir sollten mal jetzt nach dem... Ja, das ist immer schwer. Nach dem Sushi... Hat jemand Sushi gesehen? Das wäre vielleicht noch so ein Komfort-Feature, wenn man das irgendwie besser steuern könnte. Also, dass es nicht immer alles so runterfällt. Weil ich sehe jetzt hier nirgends, wo das Sushi ist. Junge, das kann nicht wahr sein. Ich habe doch den Zuckerguss gerade noch vor einer Sekunde das eine Mal eingeräumt. Das haben wir doch alle gerade mitgesehen. Wo ist das Sushi? Nee, jetzt nicht der Käse, Alter. Sushi? Sushi? Nee. Sushi? Nee. Bitte Sushi? Nee, überall nur Honig. Digga. Wo ist das? Da ist das Sushi. Junge, er ist blind. Entschuldigung. Mann, jetzt sind hier Pakete vor der Tür. Sushi klein. Da müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie, weil
Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute rasten aus wegen dem Sushi. Also wirklich, die kaufen das ohne Ende. Ist ja auch in Ordnung, habe ich ja kein Problem. Aber es ist ja auch unfassbar teuer im Einkauf. Glaube ich sogar die teuersten Artikel, die man so bestellen kann. Weil das Sushi klein kostet 2,55. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mods uns schon helfen. Also zumindest deutlich besseren Überblick zu haben. Weil umso weniger unzufriedene Leute, umso höhere Umsätze. Das ist ja schon so. Oh ja, guck mal, hier ist jetzt einer Eier-Vierer-Pack. Haben wir jetzt aber auch glücklicherweise geholt. Also ist das gar kein Ding. Das können wir auch, weil wir haben wieder 1400. Wir können jetzt hier nochmal direkt checken, was abgeht. Können ruhig nochmal ein bisschen Mehl kaufen. Ja, das kostet ja wirklich fast nichts. Genauso wie hier das Öl. Kaffee noch zweimal. Drei oder viermal Eier. Erdnussbutter. Spaghettis. Kuchen. Müsli. Schokoriegel. Jetzt haben wir auch schon wieder 30 Artikel. Alter. Zweimal Kartoffelsack. Zweimal Pommes. Oh, ist glaube ich vorbei, ne? Ja, Tag ist vorbei. So, und 2700. Alter, das sind echt stabile Zahlen. Apropos stabil. Leute, das war's für heute. Wir haben zum ersten Mal mit Mods gedaddelt. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Paluten haben wollt. Inklusive einer von mir persönlich unterschriebenen Autogrammkarte. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.